Hallo ihr Lieben, heute gibt es nochmal einen Foodtest für euch. Und zwar habe ich ja beim letzten Einkauf vom Rewe diesen Frischkäse mitgebracht. Und zwar den Alabuco mit Jalapeno-Geschmack. Und den will ich unbedingt mal testen. Eigentlich bin ich ja nicht so der scharfe Esser, aber die Verpackung hat mich einfach gelockt, das mal auszuprobieren. Und ich hatte schon mehrere Frischkäseprodukte vom Buco, die mir gut geschmeckt haben. Und heute ist dieser dran. Ich hoffe, er ist nicht zu scharf für mich, aber das sehen wir nachher im Test. Jetzt schauen wir uns erstmal die Nährwerte an und was so alles drin ist. Also, drin ist Frischkäsezubereitung und zwar an erster Stelle Frischkäse, der ist in der Rahmstufe mit 1,3% grüner Chili. Da bin ich gespannt. Eigentlich hört sich das nicht wirklich viel an. 0,5% getrocknete Jalapeno-Chili. Getrocknet ist meist noch schärfer, als wenn es frisch ist. Mal schauen. Dann ist noch Knoblauchpulver und getrocknete Zwiebeln sowie Zucker und Speisesalz drin. Und das war's auch. Ein bisschen Branntweinessig ist noch drin. Und jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf die Nährwerte und dann teste ich den Frischkäse für euch. So, die Nährwerte, die seht ihr hier. Insgesamt sind auf 100 Gramm 177 Kalorien, davon 15 Gramm Fett, 9,3 Gramm gesättigte Fettsäuren, 3,8 Gramm Kohlenhydrate, davon 3,8 Gramm auch Zucker und 7,2 Gramm Eiweiß sowie 0,78 Gramm Salz. Ja, um den Frischkäse gut testen zu können, habe ich mir eine Weißbrotscheibe genommen. Und hier seht ihr den Käse. Der ist schön cremig, gut zum Schmieren. Ich mache den jetzt nicht so dick drauf, da ich Angst habe, dass er vielleicht scharf sein könnte. Ja, wie ihr hier erkennen könnt, sind in dem Käse überall so kleine grüne Teile drin. Ich denke, das werden die Jalapenos sein. Und ich bin jetzt super gespannt, wie das Ganze wohl schmecken wird. Also probieren wir das Ganze jetzt zusammen aus. Ja, als erstes schnupper ich mal dran, ob man was riecht. Ja, man riecht schon. Kennt ihr das? Man kann Schärfe manchmal auch riechen. Und die riecht man hier. Ich befürchte, dass das Ganze eine scharfe Angelegenheit wird. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn jetzt unbedingt testen und deshalb probieren wir ihn jetzt. Also los! Wirklich richtig schöner Frischkäsegeschmack. Ganz cremig, super lecker. Der erste Bissen war jetzt auch nicht zu scharf, aber man merkt schon Schärfe. Oh, ich mag einfach diese Cremigkeit von dem Buco. Finde ich total super. Ich dachte jetzt echt, ich würde beim Test halb sterben vor Schärfe. Aber es hält sich in Grenzen. Obwohl ich sagen muss, umso mehr man isst, umso schärfer wird. Aber auf dem Brot kann man den super essen, weil diese Schärfe nicht so überlagert. Also man schmeckt auch gut noch das Brot dabei. Und deshalb probiere ich den jetzt auch einmal so, ohne Brot. Ich mache mir was ab, um die Schärfe auch wirklich richtig beurteilen zu können. So ist es deutlich schärfer. Das brennt richtig im Rachen.
Aber es ist nicht so scharf, dass ich sage, ich könnte es nicht essen. Aber trotzdem ist der super lecker. Der hat auch genau den richtigen Salzgehalt. Der schmeckt nicht so super salzig, sondern wirklich mehr nach dieser Schärfe. Aber die Schärfe ist gut zu ertragen. Jetzt so pur war es schon mächtig, aber auf dem Brot fand ich den ehrlich gesagt total super. Würde ich mir auch tatsächlich noch mal kaufen, weil das ist was Besonderes mit dieser Schärfe. Kann ich also gut empfehlen. Daumen hoch von mir. Probiert's einfach mal aus. Oder habt ihr den schon mal gegessen? Dann schreibt mir doch gerne mal eure eigenen Erfahrungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!